Ich liebe dich, Uli, wirklich, ich liebe dich, aber nee. Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wie immer zurück in meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo. Hallo, kein Salamar Leikung. Was brennt dir denn an? Ah nee, wir müssen ja erstmal ganz anders anfangen. Erstens, du bist ein Verräter, weil du schon wieder hier, letzte Woche ist das gar nicht aufgefallen. Oh, der hier, ist in der Wäsche. Der ist in der Wäsche. Nein, nein, ernsthaft, ich war im Fitnessstudio mit dem. Ernsthaft? Ja. Das ist natürlich sehr lobenswert. Naja, also wirklich. Und du wurdest nicht drauf angesprochen, so, bist du nicht der Typ von diesem Lockerroom-Talk? Ich wurde bespuckt. Oder hast du eben erklärt, hier, haben sie schon vom Lockerroom-Talk gehört? Was ist eigentlich dieser Lockerroom? Ja, es kam ein durchtrainierter alter Mann zu mir, hat gefragt, was ist denn dieser Lockerroom-Talk? Da habe ich ihm gesagt, da gehen wir gleich hin in den Lockerroom und dann sprechen wir über die Themen, ja, über die man eigentlich nicht sprechen sollte im Internet. Aber wir machen das. Das klingt jetzt ein bisschen unangenehm. Wir gehen einfach mal unauffällig darüber hinweg und ich frage dich, was brennt dir denn auf den Nägeln außer durchtrainierte alte Männer? Ich habe eine richtig schlechte, ich habe irgendwie schlecht schlecht geschlafen. Ich habe gar nicht geschlafen. Ja, das kennt man von dir. Vielleicht war es Dr. Rainer Zittelmann im Fitnessstudio. Oh ja. Nein, ich hatte, ernsthaft jetzt, ich habe irgendwie schlechtes Karma gesammelt. Kurz nach Weihnachten, Auto kaputt. Letzte Woche, Spülmaschine kaputt. Ah. Jetzt. Unser Sonnensegel, nein, falsch. Wir haben so Sonnenschutz. Also in der Wohnung. Fenstern. Ja, aber der ist an der Wetterstation gekoppelt. Wir können dagegen nichts machen, wir haben so bodentiefe Fenster. Also du kannst nichts machen. Wenn es regnet, fahren die hoch. Und bei zwei Fenstern ist auch irgendwie der Motor kaputt. Was ist da denn los? Alles in den letzten 3 Wochen. Ja, der Dezember war ja auch schon so ein bisschen verhagelt. Also, es ist, mit unseren Streitgesprächen, da ist jetzt, ich will es gar nicht ausführen, da ist jetzt schon wieder was dazwischen gekommen, aber vielleicht erzählen wir das. Was brennt dir auf, neben, unter den Fingernägeln? Ja, also ich arbeite gerade meinem Karma, zumindest an mir selbst, und ich muss wirklich sagen, Leute, wenn ich euch eins empfehlen kann, ich nutze es jetzt wieder wirklich jeden Tag, ich bin ein bisschen schlampig geworden, einfach Juicing, Saftpresse, Entsafter, wirklich jeden Tag frisch. Das ist das Beste, was man machen kann. Auch, da fällt mir auch Dr. Rainer Zittelmann ein, der trinkt ja gerne Karottensaft und ich mache zurzeit auch wirklich Karotte und Apfel eigentlich immer. Ingwer noch rein, das ist wirklich ein Gamechanger. Merkst du das? Das ist super gesund. Also erstens, ich muss sagen, das macht super satt. Das ist faszinierend. Also wenn ich da, was packe ich da rein? 3, wie sagt man, gelbe Rüben, Karotten, dann 2 Äpfel, und noch ein bisschen Ingwer, halt so ein Glas, so ein größeres. Man merkt es doch, du siehst frisch aus. Ja. Und das liegt nicht an deinem Friseurbesuch. Ja, ich war auch beim Friseur endlich, ja. Was macht der beruflich? Das frage ich ihn beim nächsten Mal. Nein, ist gut. Beruflich schneidet er meine Haare auf. Es ist gut. Es ist immer, wenn es nicht auffällt, dann war es perfekt. Ja, das stimmt. Dass du dich solchen plumpen Witzen hingibst, ist das gut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Den Witz habe ich noch nie gehört. Diese komischen Dad-Jokes. Ja, wirklich. Aber ich stehe leider auf so schlechte Dad-Jokes. Saft, ja, also ich muss sagen, man fühlt sich jetzt generell nicht schlechter. Und vor allem, was ich erstaunlich finde, es macht sehr, sehr satt. Also ich habe danach irgendwie, ist jetzt… Karotten machen auch satt. Ja, aber es ist ja eigentlich super gesund und hat auch jetzt auch nicht wirklich viel Kalorien. Also aber die füllen. Ja, klar, es ist natürlich schon 3 Karotten und 2 Äpfel isst man dann halt trotzdem, aber insgesamt ist es natürlich gesund und ja, ich brauche danach erstmal nichts mehr. Ja, ich bin ja aktuell auf dem Trip, keine Kalorien trinken. Also darf ich auch keinen Saft. Ich trinke nur Wasser und Coke Zero und Kaffee. Und was isst du dann? Pizza. Pizza, ja. Ja, das ist ja dann die Frage, was man nein, ist. Nein, aber ich glaube, dass die meisten Menschen, die abnehmen wollen oder in Form kommen wollen, machen bei ihrer Getränkauswahl die größten Fehler. Ja klar, wenn ich Limo trinke dann oder 3 Liter Apfelschorle am Tag. Saft ist für mich noch in Ordnung, aber eigentlich jemand, der Kalorien trinkt, hat eigentlich die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, aber es gibt ja einen Unterschied, weißt du, zwischen diesen Hochkaloriensäften, wo jetzt Banane und Mandel und was weiß ich was drin ist, die man fährt. Ein bisschen Erdnussmus. Bitte Erdnussmus, ja genau. So diese Smoothies, wo man sich, weiß ich nicht, 800 Kalorien reinhaut. Ein bisschen Datteln. Genau, Datteln, ja, das ist ja alles, das ist zwar auch so gesehen gesund, aber das sind schon Kalorienbomben. Oder ob ich mir natürlich einen Fertigsaft kaufe, wo dann noch Zucker drin ist und so, das ist natürlich schon was anderes. Und Obst ist natürlich auch nochmal was anderes als jetzt Gemüse. Weißt du, was ein schöner Spruch ist?
dass man eher die Ernährung als... Was lachst du denn? Mir kam gerade sofort ein Spruch, kam mir hoch, aber ich darf den nicht sagen. Ja, besser nicht. Nimm deine Nahrung als Medizin, sonst musst du irgendwann Medizin als Nahrung nehmen. Das ja. ist zwar eine Weisheit, aber ist schon was dran. Weißt du, was ich mich frage, das habe ich irgendwie schon, habe ich zu dir auch schon mal gesagt. Und ich weiß nicht, ich habe es noch nicht irgendwo mal gesehen, in irgendeinem Magazin auch. Und ich kenne mich damit auch nicht aus, aber warum haben alle mittlerweile diese komischen Trinkflaschen? Ja, ja, da. Also, was soll das? Also, packe ich da Wasser rein? Was ist der Sinn? Da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein bei solchen Gadgets. Ich kenne mich damit nicht aus, vielleicht habe ich auch irgendwas verpasst. Eine Trinkflasche ist die logische Erweiterung des Lenovo. Laptop. Das ist viel schlimmer. Also Wasser, also... Aber kannst du mich aufklären? Es ist einfach eine Trinkflasche. Ja, Nuckelflaschen. Ja, und was fülle ich dann da rein? Du kannst alles. Leitungswasser, also, da kann ich gleich ganz schlimm, Leitungswasser kriege ich überall. Das Allerschlimmste, und die kommen sogar aus München und mir tut das leid, weil es ist ein junges Unternehmen, aber für mich jetzt, ne? Immer alles mit dem Augenzwinkern sehen. Aber sagt dir Air Up etwas? Ja, ich glaube, ich habe schon mal gehört. Das sind diese Plastik-Trinkflaschen oder vermutlich sogar plastikfrei, wo du so Geruchspads oben reinmachst und du trinkst Wasser, aber weil du es riechst, schmeckst so nach dann Apfel oder so. Apfel, ja. Sonst da gibt es aber so viele so Sachen, die glaube ich auch so, Ey, und meine kleine Cousine, die hat sich das unbedingt gewünscht und dann hat sie das geschenkt bekommen. Zu Weihnachten. Ja, die feiert ja nicht Weihnachten. Ach so, gut. Ich glaube Silvester oder irgendwie. Zu Silvester. Irgendwie haben wir schon einen Grund gefunden, warum wir ihr das schenken. So, und dann hat die das bekommen und dann wollte sie mir unbedingt, dass ich da auch mal dran nuckel und ich habe Nein gesagt, weil allein der Gedanke, dass du da riechst und dass da so Duftstoffe, ich finde das abstoßend. Ich könnte würgen gerade. Auch die Frage, ist sowas dann gesund im Zweifel? Wieder irgendwelche Stoffe da? Ich glaube, das ist in Ordnung. Aber jetzt mal ganz ehrlich, trink doch einfach dein Wasser. Trink doch. Ja. Und ich finde auch, ich finde es, wenn Leute Glasflaschen dabei haben, das verstehe ich. Weil aus Glas zu trinken macht mehr Sinn als aus Plastik. Aber diese Nuckelflaschen, ich verstehe das auch nicht. Viel trinken ist wichtig und ich trinke generell zu wenig, das weiß ich auch, aber Menschen, die alle 3 Minuten da irgendwie rumnuckeln müssen, ich finde das ganz befremdlich. Das auch. Ja, also ich finde eigentlich jegliche Art von Trinkflasche, so, da ist man glaube ich auch früher schon so gepeinigt, früher in der Schule, da hat man doch irgendwie so komische Flaschen mitbekommen und das stinkt dann ja auch immer, oder zum Sport und so diese. Also man so dann aufdringen, so. Ja, und dann riecht das so muffig und so. Also ich finde so jegliche Art von Trinkflasche. Meine Kinder werden keine Trinkflasche kriegen, sie werden schmachten müssen. Nee, also das ist auch wirklich gar nicht meins. Aber ja, die Trinkflasche. Aber was wirklich krass ist, hier ist ja ums Exxon-Laden, da gibt es irgendwie so Fishbowls, habe ich mir neulich auch eine geholt, also ist gesund, schmeckt gut. Aber das ist schon wirklich Wahnsinn. Ich glaube, 16 Euro. So ein, krass, also das ist ja quasi ein bisschen Reis, ein bisschen Salat und 5% Fisch. Die Marge ist schon wirklich, also die Marge bei so Pokeballs, ich meine, Pokeballs an sich, ich mag es. Ja, ich mag das auch. Es ist funktionales Essen, also es ist super, also es ist gesund. Macht auch pappsatt. Es kommt auf die Soßen an, aber grundsätzlich ist es super. Also du hast Gemüse, du hast Reis und du hast halt eine Eiweißquelle mit Fisch, alles okay. Eigentlich ist es ja aber für die Leute, die kein Sushi können. Also ich glaube, Pokeball, man sagt ja, dass es aus Hawaii kommt, glaube ich. Glaube ich aber auch, ich glaube, das war jemand, der einfach Sushi machen wollte, es nicht konnte und der hat dann aus der Not eine Tugend gemacht. Er hat gesagt, ich mache da jetzt einen Bowl raus. Aber stell dir das, ja? Also das ist mal, das kannst du mal recherchieren. Ich behaupte das, Ich behaupte das jetzt einfach. Ja, dann wird schon, ich glaube dir das jetzt einfach mal. Aber rechne dir das mal aus, 16 Euro, also das war die große, aber das war halt, finde ich, jetzt eine normale Portion. Wenn du jeden Tag nur so eine scheiß Fischbowl mittags isst, das sind fast 600 Euro. Aber dazu muss ich, 600 Euro, aber ich bin vergesslich. Fast 500 Euro. Ja, das ist schon. Aber bedenk mal Folgendes, oder du gehst ja auch einkaufen, oder macht das nur deine Freundin? Ja, ich gehe auch ein, aber dann kauft man sich halt sowas nicht, die ganze Kombi. Dann gibt es halt einen Saft, das ist schon deutlich also billiger. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin heute wirklich matschig, ich merke das. Ich hab ernsthaft nicht gepennt, egal. Das stimmt, das kann ich bezeugen. Also, du lagst neben mir. Fast, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe in einem Talk, aber ich glaube, dass wir eine Supermarktinflation haben. Mehr als eine Restaurantinflation. Ich habe das Gefühl, dass der Preisunterschied zwischen Restaurant und Supermarkt immer kleiner wird, gerade bei Bowls. Ich behaupte,
die große Bowl kostet 16 Euro. Ja? Ja, ja. Ich glaube, du kriegst es im Supermarkt bei den Zutaten, du kriegst es günstiger, aber nicht viel mit dem Fisch. Ja gut, aber das ist ja auch der Sinn, dass ich in ein Restaurant gehe oder das, weil die natürlich in ganz anderen Mengen produzieren. Also wenn ich mir solche Sachen natürlich kleinteilig kaufe oder dann in Mengen, die ich gar nicht brauche, dann ist es natürlich teurer. Das ist ja gerade der aber Sinn. Ich aber bin mittlerweile, das klingt jetzt komplett abgehoben, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich mich frage, ob es Sinn macht, es selbst zu kochen, auch Zeitinvest und sonst was, weil es fast so teuer ist, solche Standardsachen, Bowls, ja, wie im Restaurant. Ich finde aber generell auch Restaurants, also manche sind schon extrem teuer geworden, aber so ein normales Restaurant, ich finde da jetzt auch die Inflation, ja, vielleicht ist man in München auch ein bisschen verdorben, aber ich finde es auch nicht so erstaunlich. Ja. Also ich finde jetzt nicht, dass die Restaurants in den letzten 2-3 Jahren um 50% teurer geworden sind. Also vielleicht ein bisschen, aber glücklicherweise konnte ich ja mein Gehalt ver-18-fachen. Ja. Und deshalb ja, das ist sehr wichtig. Das dazu. Ich möchte, bevor wir, du hast, glaube ich, viel mitgebracht. So viele Themen heute schon wieder. Ich muss eine Sache ansprechen, die mir auf dem Herzen liegt. Bitte, halte dich nicht zurück. Wir haben ja die letzten Talks, die waren ja super erfolgreich. Also die sind ja super abgegangen. Sind wir schon bei 20.000. Für unsere Verhältnisse gut. Apropos Leute, wer das feiert und wir versuchen wirklich differenziert zu sein, gerne Daumen hoch. Wir wollen natürlich das weiter nach vorne pushen und wir haben einen spannenden Gast gewonnen. Wir verraten noch nicht, wer es ist, aber das wird so schön. Das wird sehr schön. Also das wird für uns persönlich auch schön. Auch sehr schön, ja. Aber auch für die Zuschauer, da könnt ihr euch schon mal... Ja. Ich hoffe, ich habe das Gefühl, es könnte der längste Talk werden, den wir je gemacht haben. Das werden sicherlich mal 2 Stunden locker. Ich hoffe. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Jetzt auf jeden Fall, wir haben ja in den letzten Wochen echt kritische Themen gehabt. Also wir hatten ja die AfD-Konferenz da, wir hatten Davos. Und ich als Klaus Schwab Fanboy. Ja, du bist ein Young Global Leader oder wie ist das dann? Young Global Leader. Naja, wer weiß, egal. Was Klaus mir da bezahlt hat, dass ich immer so richtig abgefeiert habe. Ich möchte es nicht wieder aufmachen, das Thema. Aber was da in den Kommentaren abging, war krass. Also es waren unfassbar viele Kommentare, einmal von der Quantität und auch von der Qualität. Super viel Zuspruch, auch viel Gegenspruch. Alles war da und es wurde heiß diskutiert. Und grundsätzlich ist ja genau das, was wir auch anregen wollen. Das ist ja super. Auf jeden Fall. Und wir provozieren ja auch gerne. So, ich zumindest provoziere manchmal gerne. Aber wir versuchen natürlich immer einen guten Hintergedanken zu haben und das auch immer zu decken. Es kamen aber auch viele Kommentare. Hey Leute, also das waren dann die kritischen Kommentare zum Thema Davos. Ihr seid einfach blind. Die Jungs zum Beispiel von Hoss und Hopf, die haben es ja zeitgleich mit uns gemacht, die sind viel, viel besser vorbereitet und viel, viel besser haben die das gemacht. So, ich habe mir dann den Podcast angehört. Das wollte ich auch noch machen, habe ich ganz vergessen. Nee, weil wir haben ja in unserem Podcast auch gesagt, und das ist jetzt kein Angriff oder so, jetzt, ich kenne die beiden nicht, also ich kenne weder den Hoss noch den Hopf. Wir haben am Anfang des Podcasts gesagt, dass Leute, die alles kritisieren oder das Kritisieren grundsätzlich immer intelligenter wirkt, als etwas zuzustimmen. Wir kritisieren ja auch ständig, so ist so, es ja nicht. Ja, aber wer alles kritisiert, wirkt erstmal immer schlauer, weil man denkt sich, okay, er muss ja einen Grund haben. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die genau das eigentlich zeigt in dem Podcast von den beiden. Und zwar geht es um eine Sache, die dort angesprochen wurde und ich habe das jetzt rausgenommen, weil es einfach auch wichtig ist und weil es einfach ein super Beispiel ist. Da geht es um das Thema Turbokrebs. Sagt dir das was? Ja, ich habe schon mal gehört, also dass das von den Impfungen oder genau, dass dann da also, Krebs auf einmal so wuchert, keine Ahnung. Ich kenne aber jetzt keine genauen Hintergründe. Ich habe schon mal auf Social Media mitbekommen am Rande, wie man das halt in solchen so. Ja, Schwurbler-Shorts nenne ich jetzt mal. Also einfach mal mitbekommt, ohne jetzt irgendwie größere Hintergründe. Ich lese einfach mal vor. Also Turbokrebs beschreibt, dass nach Corona-Impfung oder Auffrischung, unter anderem auch von Pfizer, dazu kommen wir gleich, extrem aggressive Krebsarten entstehen, die sehr schnell wachsen und die sonst so nicht auftreten. So, das ist die Theorie. Das Theorie gibt es da. So, man muss sagen erstmal, der Begriff Turbokrebs kommt in der Medizin gar nicht vor. Also auch in der Onkologie nicht, in der das meine ich, also es gibt jetzt Diagnose keine nicht, nein, Diagnose dafür keine oder wie auch immer. Ärzte, die da von Turbokrebs sprechen. So, und Großteil der Experten sagt, es gibt auch kein Krankheitsbild, was dem entspricht. Mir geht es auch gar nicht darum, ob man jetzt an Turbokrebs glaubt oder nicht. Mir geht es auch nicht darum,
ob man jetzt pro Impfung oder kontra Impfung ist. Wir haben uns dazu nie geäußert oder sonst was. Ich kann dir nur so viel sagen und du kennst meine Einstellung dazu und das kann ich auch jedem sagen. Wir können Freunde sein, ob du geimpft bist und wir können auch Freunde sein, ob du nicht geimpft bist. Mach, was du willst. Ist mir egal. So. Kann ich auch noch zustimmen. Also das, ja, da hatten wir sicherlich, um den Satz da zu sagen, also wie da mit Ungeimpften oder umgegangen wurde oder Leute, die jetzt, ich rede jetzt nicht von Schwurblern, die gesagt haben, wir sterben alle, sondern Leute, die gesagt haben, ich will das nicht. Da ist, glaube ich, einiges falsch gelaufen. Also da lernen wir hoffentlich auch draus. Also das ist, glaube ich, schon wichtig. Wenn mir jemand sagt, er möchte sich nicht impfen lassen, weil er Angst hat oder sonst was, wer bin ich, dass ich ihm sage, ja, das steht dir nicht zu. So, das dazu. Aber das hat jetzt nichts mit meiner persönlichen Entscheidung zu tun oder sonst was. Egal. Aber was spannend ist in diesem Fall Turbokrebs ist Folgendes. Denn da kreuzen immer wieder Studien auf, wenn man von Turbokrebs hört. Das wurde da in dem Podcast jetzt nicht erwähnt. Aber es sind immer wieder so dieselben Studien, die dann genannt werden, die als Beleg dafür genommen werden, dass ja Turbokrebs existiert, aber es verschwiegen wird. So, und da gibt es zum Beispiel eine Studie, also es gibt zwei eigentlich und beide sagen eigentlich dasselbe, nämlich dass in den letzten Jahren es immer mehr Krebspatienten unter 50 Jahren gibt, also dass das rasant gestiegen ist. Und dann sagen die Leute, okay, in den letzten Jahren, gerade die jüngeren Leute, das ist der Beweis Turbokrebs. Problem ist, die Studie, also das ist dann zum Beispiel in der, wie heißt die, Epoch Times? Ja, so. Epoch Times, ja. So. Die Studienmacher sagen selber, das liegt an dem ungesunden Lebenswandel. So, die sagen dann, nee, das müssen die sagen oder sonst was, es liegt an der Corona-Impfung. Problem ist, wenn man dann mal in die Studien reinschaut, das kann ich jedem nur empfehlen, steht Folgendes drin, der Testzeitraum ging von 2012 bis 2019. Da gab es noch keine Corona-Impfung. So. Also eine von diesen Studien, die da immer zitiert werden. Beide Studien hatten Testzeiträume, eine bis 2012 und die eine bis 2019. Die werden aber immer wieder von Leuten der Turbokrebstheorie herangezogen und gesagt, schaut doch mal, hier ist doch der Beweis. Hier ist evident bewiesen, es gibt Turbokrebs. Und das ist halt schwierig und das ist an dieser Diskussion immer so unfassbar nervig. Dann wird irgendeine Studie genommen und gesagt, ah, die Wissenschaft beweist es doch, hier steht es doch drin und die Leute lesen nicht mal den Abstract. Nicht mal das. Nicht mal diese Mühe geben sie sich. Ich finde das generell immer bedenklich, weißt du, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir auch mal über das Thema reden und dass man sich sowas mal genauer anschaut, nur wenn ja, Leute, die eigentlich, sag mal, wir kommen jetzt aus Unternehmertum, Finanzbranche, wenn wir jetzt auf einmal zu, weiß ich nicht, Medizinexperten, Klimaexperten, sonst was werden, deswegen kann man über diese Themen reden, aber wenn man sich quasi anmaßt zu sagen, richtig, so, ja, okay, ich erkläre euch jetzt das und ich decke das hier auf und das, dann ist es schon immer, sag mal, ein Alarmzeichen. Also wenn einer Experte ist für alles, dann ist es vielleicht mal ganz gut, kritischer hinzuschauen. Es gibt noch eine dritte Studie. Und die besagt, dass ein Mann, also der Studienmacher selber, das ist ein bekannter Virologe, ein Mann, ich glaube, es ist ein Belgier, hat nach einer Auffrischung von Pfizer sind hier die Lymphknotenschwellungen explodiert, also super krass vermehrt und es war dann auch tatsächlich Krebs. So, das wird immer herangezogen, diese eine Studie. Und da gibt es auch das Bild, wir können es mal einblenden, vor der Impfung, da wurde der gescreent und danach und man sieht, okay, das ist krass, das ist mega gestreut. Der Studienmacher wurde danach selber gefragt. Und er hat gesagt, Leute, das ist einfach nur eine Hypothese, das ist kein Beweis, das ist gar nichts. Zu 99% lag die Krebserkrankung schon vor der Impfung vor. Also der Studienmacher selber sagt, ey, ich bin Einzelfall. Das ist eine Studie mit einem Mann, das ist eine Case Study. Und B, zu 99% lag das auch schon vorher vor. Egal, interessiert die Leute nicht, Umstände werden komplett ausgeblendet, hier Studie. Ich habe das Gefühl, man muss nur irgendwo Studie draufschreiben und zack. Ja, das ist sowieso so. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Podcast. Gefährlich. Nochmal, die Studien wurden in dem Podcast, so fair muss ich sein, überhaupt nicht benannt oder sonst was. Aber dann hat der Hopf gesagt, ja, der Pfizer-CEO Albert Bourla, der war es auch sehr, sehr häufig in Davos, wurde dann so erwähnt, der hat ja jetzt mit der Übernahme von Siegen, das ist ein Krebsspezialist, in Höhe von 43 Milliarden Dollar, wettet der jetzt auf, Zitat, Turbokrebsarten. Und er blendet dann so ein, es blinkt gerade. Oh, guck. Jetzt hat uns der Klaus Schwab. Klausi ist reingegrätscht. Nein, jetzt sagt der Hopf in seinem Podcast, hey, der CEO Albert Bourla von Pfizer,
der da häufig in Davos ist, hat wettet jetzt auf Turbokrebsarten mit dieser Übernahme. Und zeigt einen Artikel, ich weiß nicht aus welchem Online-Medium, wo drin fett steht, irgendwie krass, hier Pfizer wettet auf den Ausbruch von Turbokrebs. Problem ist, Bohle hat das Wort Turbokrebs nie in den Mund genommen. Nie. Er hat nie davon gesprochen. Das Einzige, was er gesagt hat. Aber deswegen kann er trotzdem drauf wetten. Es wurde dort in Anführungszeichen. Das würde er wohl nicht sagen. So. Er hat lediglich gesagt, Cancer remains the leading cause of death. Also Krebs bleibt einer der größten Ursachen von Todesfällen. Und in einer von drei Leuten in den USA wird in seinem Leben Krebs erhalten. Das hat er gesagt. Gut, dass jetzt Pharmaunternehmen gegen Krebs vorgehen oder an Krebs forschen, und das ist jetzt auch nichts. In gewissen Kreisen wird dann gesagt, wird einfach eine Zeile gemacht, ja, er wettet jetzt auf Turbokrebs und ihm wird das Wort in den Mund gelegt. Aber er hat es nie gesagt. Und das finde ich dann gefährlich. Und ich finde, wenn man eine Reichweite hat, und wir haben ja alle eine Reichweite, die noch viel, viel mehr, und ich gönne ihnen das alles, alles gut, dann finde ich, muss man sich auch der Verantwortung bewusst sein. Und jeder macht mal einen Spaß, jeder flachst mal rum, ist alles okay, ne? Alles gut, machen wir auch. Und wir machen auch Fehler, wir machen 100 Fehler und wir recherchieren auch manchmal nicht vielleicht komplett zu Ende. Alles okay, aber ich glaube, bei solchen Themen muss man einfach vorsichtig sein und das ist genau der Punkt, den ich anspreche. Nur weil jemand etwas kritisiert oder sonst was, ist es jetzt nicht investigativ. Manchmal ist es auch einfach nur schlampig gearbeitet. Ja, oder es ist halt gewisse Zielgruppen bedienen. Es ist eine Spekulation, die ich als Wahrheit verkaufe. Oder ich stelle Zusammenhänge her, die logisch erscheinen, die vielleicht auch manchmal, vielleicht mag es manchmal stimmen. Weißt du, das Problem ist ja auch immer, wenn die Leute dann drunter schreiben, mit der Verschwörungstheorie, da sind aber einige wahr geworden. Ja gut, das ist ein bisschen das Problem, wenn ich stelle jetzt, wir können jetzt auch bis zur nächsten Woche, wir können 1000 Sachen aufstellen. Und danach stimmt einer und sagt so, hier. Das Problem ist immer bei diesen Theorien, die aufgestellt werden, wer schaut auf die falschen Prognosen? Das ist ja genau wie mit den Crash-Prognosen. Wenn ich 20 Jahre lang einen Crash ausrufe, ja, dann irgendwann werde ich richtig liegen. Das Problem ist nur, wie rechtfertige ich mich für jedes Jahr, wo ich falsch liege? Das ist halt immer ein bisschen das Problem. Es wird mit so vielen, der Konjunktiv wird einfach ausgeblendet. Gibt es Turbokrebs überhaupt? Ja, das meine ich. Es wird als Wahrheit quasi als Fakten verkauft, was halt das schon. Wettet Pfizer mit der Übernahme überhaupt auf Turbokrebs, obwohl das niemals irgendwo geschrieben wurde. Das wurde dem einfach nur in den Mund gelegt, obwohl er es nicht gesagt hat. So, wieder ein Konjunktiv. Es wird einfach negiert und dann wird daraus eine Geschichte gemacht, die natürlich super klingt und super investigativ und haha und schaut mal und hier, die wollen euch wieder verarschen und die sagen euch wieder nichts und die nächste Welle kommt jetzt schon wieder so. Und das gefällt mir einfach nicht. Das ist richtig, genau. Und jetzt kommt wieder der Punkt, das war beim letzten Mal auch so, dass es jetzt heißt, so, ja, ihr seid naiv und darum geht es ja nicht. Das heißt ja nicht, dass man das alles kritisch sehen muss. Und ich habe es ja vorher gerade schon gesagt, gerade der Umgang und was da passiert ist. Also ich finde, da gäbe es viel Bedarf für Aufarbeitung. Das heißt jetzt nicht, dass wir sagen, oh, das ist ja alles toll und ist super gelaufen und da gibt es auch keine Probleme und da gibt es keine Interessen. Ich sehe das sehr kritisch und ich glaube, dass da gerade die Politik auch viel mehr in der Pflicht wäre. Und was ich zum Beispiel, das ist natürlich auch eine Spekulation und das habe ich jetzt keinen Beleg dafür, aber da will ich auch nicht wissen, was da hintenrum mit Lobbyismus und mit gewissen Geldern läuft. Klar, natürlich. Das ist etwas, das sollte man viel kritischer betrachten und da würde ich mir auch mal investigative Recherchen wünschen, denn da, glaube ich, gäbe es sicherlich einige spannende Sachen aufzudecken, aber die deckt man halt nicht am Schreibtisch auf, wenn man mal 3 Minuten googelt, sondern da muss man halt, wirklich investigativ recherchieren und das ist dann schon ein anderes Kaliber, als irgendwelche Schlagzeilen vorzulesen und irgendwie ein paar rauszuhauen. Das ist natürlich um das Ganze abzuschließen, nicht hilfreich. Wenn man mit Studien hantiert oder das auch, oder auch jetzt wirklich an jeden von euch, wenn jemand im Internet kommt und Studien als Beleg darlegt, schaut mal rein in die Studien. Das hilft. Ja, klar, das ist immer die Frage, wer hat die Studien, also eine Studie ganz gelesen hat da sowieso fast noch niemand und überhaupt mal die Studie, ich will gar nicht wissen, wie viele Studien im Internet rumgeistern, die es gar nicht gibt. So.
oder die dann wieder von Big Pharma bezahlt sind. Gibt's auch. Natürlich, so, klar. Ja, jede Studie musst du kritisch sehen. Die Frage ist ja, es fängt ja immer an, wer hat die Studie in Auftrag gegeben? Das ist eigentlich immer das Spannendste. Darüber kann man auch mal, ich habe mal gehört, dass in den USA auf jeden Abgeordneten zwei Lobbyisten kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Verhältnis in Deutschland ist. Ich glaube, das sind sogar mehr, aber oder? Wie lange wurde in Deutschland über das Lobbyregister gestritten? Da muss ich ganz ehrlich sagen, was für eine peinliche Diskussion, dass man überhaupt über ein Lobbyregister sprechen muss, dass man das überhaupt dann so zulässt und sagt, ja, aber es muss registriert sein, das ist wirklich die deutscheste Art und Weise, damit umzugehen. Also Lobbyismus ist schon ein Riesenproblem. Also das ist vielleicht sogar eines der größten Probleme, die wir haben. Also da braucht man auch nicht schönreden. Das ist natürlich schon etwas, wo man sicherlich, also da müsste viel mehr nicht nur kritisch hingeschaut werden, sondern da müssten auch wahrscheinlich viel mehr kritische Riegel vorgeschoben werden. Gewisse Sachen kannst du auch mit Gesetzen und sonst was nicht verhindern, klar, aber da müsste wahrscheinlich eine viel strengere Kontrolle her, weil das ist, man weiß das ja. Ich meine, jeder Politiker wird wahrscheinlich dreimal am Tag oder 100-mal am Tag von irgendwelchen Leuten, nennen wir es mal höflich, überzeugt, zugequatscht. Also, um es mal wirklich im vollen Pathos zu sagen, Lobbyismus ist der Tod einer Demokratie. Natürlich. Denn Demokratie ist ja, heißt ja Volksherrschaft. Und sobald Lobbyismus eintritt, wird das ja ad absurdum geführt. Ja. Und dann ist es wieder eine interessensgeleitete. Das ist schon, das ist auf jeden Fall. Ja, Lobbyismus ist vielleicht ein Thema, was wir uns auch mal anschauen könnten, sollten. Weißt du, was da gut dazu passt? Vielleicht sprechen wir ganz kurz über die Proteste, die es ja zuletzt gab, weil ich muss sagen, da stören mich auch einige Sachen, also von beiden Seiten. Ich finde das auch schon wieder... Mit welchem Protest wollen wir denn starten? Ja, es geht jetzt um die Demos. Da fängt es schon an, Demos gegen rechts. Da muss ich sagen, da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen für rechts, denn da sind wir schon an einem Punkt, wo ich finde, wird die Diskussion schwierig. Gegen rechts zu demonstrieren ist genau wie gegen links zu demonstrieren, kann man machen. Aber finde ich, engt das Ganze schon ein bisschen ein. Rechts ist ja erstmal nichts Verbotenes. Ich kann natürlich, die Leute können demonstrieren gegen was sie wollen. Die können auch gegen deine hässliche Jacke hier demonstrieren. Kann die, nein, das war jetzt nur Schäfer-Heinrich, mir ist nichts Besseres eingefallen. Aber also da finde ich, wird auch schon ein gewisses Framing betrieben, weil ich glaube, die Leute wollten in erster Linie gegen Rechtsextremismus, gegen dieses Treffen und so weiter und sofort demonstrieren. Und das finde ich auch gut und richtig. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen gewesen. Da hat Giovanni Di Lorenzo, finde ich, einen ganz guten Leitartikel in der Zeit geschrieben. Weil mein Impuls, das gebe ich ehrlich zu, ich denke mir auch immer, was bringt denn das Demonstrieren? Also ob du jetzt gegen Krieg demonstrierst, also Putin wird sicherlich nicht im Fernsehen gucken und schaut Tagesschau und denkt, oh ja, wenn die Deutschen jetzt hier demonstrieren, dann höre ich mal lieber auf. Genauso wirst du jetzt keinen AfD-Wähler, einen eingefleischten, umdrehen. Deswegen ist mein erster Impuls auch immer, dass ich denke, okay, das Demonstrieren ist auf gut Deutsch für die Katz. Aber nein, ich glaube, das ist schon wichtig, weil da haben auch viele darüber gesprochen, auch in den 90er Jahren gab es da die berühmten Lichterketten und Co. Und das hat schon auch für einen Stimmungsumschwung gesorgt. Und ich glaube, es ist auch mal wichtig, dass so ein Narrativ nicht immer weiter kippt, weil ich sage jetzt mal, wenn du den Schreihälsen einfach komplett immer das Feld überlässt, dann glaube ich, haben viele Leute irgendwann das Gefühl, dass man sich einfach denkt, ja, irgendwie werden das immer mehr und irgendwie glaube ich, hat das schon eine psychologische Wirkung. Also ich glaube, man darf das nicht unterschätzen und deswegen fand ich das grundsätzlich auch ein gutes Zeichen. Aber wie gesagt, dann geht es mir auch auf die Nerven, wenn es dann heißt gegen rechts. Also rechts ist erstmal nichts Verbotenes, rechts ist genau wie links legitim. Und es gehört auch zu einer Demokratie dazu. Und wenn ich dann Schilder sehe, wie ja, Nazis raus und dann in Klammern und oder Nazis auf den Mond schießen und Lindner noch gleich mit, da denke ich mir dann schon immer so, ja, Leute, ihr seid auch Teil des Problems, weil da wird dann alles zusammengemischt und dann, weißt du, dann geht es nicht um Rechtsextrem, sondern dann geht es gleich noch, die FDP finde ich auch noch scheiße und Kapitalismus ist auch scheiße und eigentlich sind alle scheiße außer mir und eigentlich gehören alle verboten. Also das ist mir dann einfach immer ein bisschen zu viel. Was ich auf der anderen Seite auch extrem lächerlich finde, und da sind wir jetzt auch wieder bei dem Thema, ja, ich nehme mir was und drehe es mir dann so hin, wie es mir passt, dass ja viele, ich sag mal, AfD-Anhänger oder ja, die Demos nicht gut fanden, dann das so geframed haben, ja, die demonstrieren für die Regierung.
das ist erstmal auch ein absoluter Schwachsinn. Also zu sagen so, ja, die demonstrieren jetzt gegen die AfD und die AfD ist die Opposition, deswegen demonstriere ich für die Regierung. Ja, kann man so sehen, ist aber auch schon wieder eine, sag ich mal, auch ein Framing, was auch eigentlich lächerlich ist. Also ich glaube jetzt, dass die wenigsten zur Demo gegangen sind, weil sie gesagt haben, ich finde die Ampel so geil und das ist die geilste Regierung und ich demonstriere jetzt für die Regierung. Also das ist auch schon wieder eine Spekulation, die dann als Fakt verkauft wird. So, ja, die demonstrieren alle für die Regierung, wie blöd sind die denn? Es ist einfach Schwachsinn. Also sei mir nicht böse. Ich finde das, was du sagst, ist vollkommen richtig und auch wichtig. Dieser Marketing-Slogan, alle gegen rechts, der ist natürlich bescheuert. Das muss man so sagen. Aber die Menschen, oder ich würde mal sagen, ein Großteil der Menschen, die waren einfach auf den Demos, wie du sagst, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Was vollkommen richtig ist, legitim ist. Jede Form von Extremismus ist abzulehnen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns, darüber haben wir schon häufig gesprochen, immer super viel Mühe geben, ich sag mal, das linke Genre aufzuteilen und das super differenziert zu sehen. Linksliberal, linksgrün, links sonst was. Aber bei rechts ist es einfach rechts. Ist einfach rechts. Und dann alle darunter. CDU auch rechts. FDP auch rechts. Merz rechts. AfD ist alles egal, hau drauf. Und das ist halt ein Problem. Weil neben der Mitte ist noch ein ganz großer Platz, wo rechts seine Daseinsberechtigung hat, in jeder Demokratie und auch da sein sollte. Und rechts ist ja erstmal nichts Böses. Also dieser Begriff ist ja, der wird ja immer mit Nazi gleichgesetzt, was auch einfach historisch gesehen ein Schwachsinn ist. Und also, wo auch die meisten Menschen politisch verordnet sind in Deutschland aktuell. Rechts. Auch wenn sie es vielleicht oder nicht. Oder sagen wir mal rechts der Mitte. Mitte und rechts der Mitte. Ja. Rechts. Ich sage es ja bewusst wertfrei. Ja. So. Mich würde mal interessieren, man hat ja die Bilder gesehen, ob die jetzt gefaked sind oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. In Köln zum Beispiel. Das finde ich mittlerweile auch so geil, also früher war es ja eher so, das Bild ist echt, und mittlerweile ist bei jedem Bild, also auch bei anderen Bildern, ich meine jetzt nicht nur bei der Demo, bei jedem Bild, das ist doch KI. Egal, da waren ja sehr viele Menschen. Weißt du, was mich interessieren würde? Wie viel von denen die CDU und FDP wählen? Und wie viele da sind, die FDP und die CDU gleich mit verbieten wollen? Das würde mich gerne mal interessieren. Ich weiß, ich habe kein gutes Gefühl. Das ist lustig, jetzt gibt's, ich habe das neulich gesehen, eine Petition, so, das ist, glaube ich, eher Spaß, so nach dem Motto, die Grünen verbieten, da gab es auch schon 200.000 Unterschriften. Das ist, ist auch das Parteienverbot, das ist, Lass uns das nicht aufmachen. Nee. Ich muss aber sagen, ich habe letztens das habe ich auf YouTube gesehen, das war ganz lustig bei den Bauernprotesten. Die haben sich da ja irgendwie in Berlin da alle versammelt und da war ein Sticker auf einem Traktor, wenn die Ampel kaputt ist, gilt rechts vor links. Das fand ich lustig. Das ist lustig. Das fand ich irgendwie. Was hast du denn was sagst du denn zu den Worten von Uli Hoeneß, der ja noch, vielleicht zur Erklärung, das war bei der Abschiedsfeier von Franz Beckenbauer, da ging es aber ab auf Twitter und dann hat Uli Hoeneß ja drüber gesprochen, dass wir wieder dahin finden müssen, dass man stolz auf Deutschland sein kann, bezogen auf die WM 2006, wo wir uns toll präsentiert haben, wo die Leute stolz die Flagge auch mal gezeigt haben, wo eine gute Stimmung war. Und er hat gemeint, da müssen wir wieder hinkommen, dass die Leute stolz auf Deutschland sind. Und dann fiel ja dieser Nachsatz, Nebensatz, ich zitiere jetzt mal ganz frei, aber die AfD brauche ich da nicht dabei haben. Und dann gab es schon ordentlichen Applaus. Man hat gemerkt, manche nicht, aber es gab insgesamt schon Applaus. Und da ging es ja ab nach dem Motto, der Verein ist für mich gestorben und die Feier von Franz Beckenbauer dafür missbrauchen. Und da muss ich sagen, das finde ich auch sowas von lächerlich. Also da muss ich sagen, das nervt mich so an diesen AfD-Leuten, die sich ja als Hüter der Demokratie sehen und als Hüter der Meinungsfreiheit, die sich ständig beschweren, wir haben hier keine echte Demokratie und wir haben keine Meinungsfreiheit. Und wenn jemand die Meinung äußert, die ihnen nicht passt, dann ist das, also selber dürfen sie alles durchbeleidigen. Ja, und wenn Uli Hoeneß jetzt einen gegen die Ampel rausgehauen hätte, also ob das jetzt bei der Trauer, okay, das ist was anderes, aber grundsätzlich, stell dir mal vor, der hätte gegen die Ampel einen rausgehauen. Dann hätten alle gegrölt, der Uli ist einer von uns, von den ganzen AfD-Leuten. Und wenn er natürlich, weißt du, ich kann ja Meinungsfreiheit nicht daran bemessen, ob mir die Meinung gefällt oder nicht. Das ist ja das. Also
Das ist das Lustige, die AfD-Leute, genau das, was sie kritisieren, machen sie ja genau selber und deswegen kann ich das auch nicht ernst nehmen. Du weißt, dass ich Uli-Fanboy bin. Ja, ich... Aber es absolut deplatziert auf einer Beerdigung, das ist auf eine andere, Trauerfeier politisch. Ja, das ist eine andere Nummer, das ist eine andere Ebene für mich, aber grundsätzlich diese Äußerung, ja, ist, ich mein, nicht verboten. Grundsätzlich frage ich mich auch, wieso er das sagt. Ich meine, er war schon im Knast, er muss keine Angst haben irgendwie. Nein, hat auf einer Trauerfeier absolut nichts verloren. Einfach die Gedanken. Wie ich Uli Hoeneß kenne, ich glaube aber nicht, dass er sich das 3 Tage lang überlegt hat. Ich glaube, das kam dann. Das kam spontan. Das kam eher spontan, ja. Das glaube ich nämlich auch. Aber trotzdem, dann soll er spontan seinen Mund halten. Ja, das kann er ja nicht. Aber das ich liebe dich, Uli, wirklich, ich liebe dich. Aber nee. Also Uli ist nicht der größte Sympath, aber ich mag ihn gerade dafür, dass ihm die Hutschnur schon so oft geplatzt ist und dass er dann auch sowas raushaut, weil ich glaube auch, dass es spontan war. Der hat das auch schon wieder vergessen, den juckt das gar nicht mehr. Ja, aber das finde ich ja sympathisch an ihm, dass der nicht alles, dass das noch einer ist, weißt du, wo nicht jedes Wort vorher durch die PR-Abteilung geht und 10-mal abgesegnet wird. Das macht ihn sympathisch. Weißt du, was mich auf der anderen Seite, das muss ich aber das Ganze auch nochmal umdrehen, was mich auch stört, weil Christian Streich hat ja auch bei der PK, glaube ich, vor einer Woche oder so, da nach dem Motto, ja, wer jetzt nicht Farbe bekennt. Den kann ich weniger. Oh ja, erzähl mal weiter, und sorry. Und das muss ich sagen, das finde ich auch schwierig, dieses, man muss sich positionieren, denn ich muss grundsätzlich mal gar nichts, weil ich habe doch das Recht, einfach auch, ich kann doch unpolitisch sein. Also jeder Mensch hat doch das Recht, unpolitisch zu sein. Also ich muss mich doch nicht, also das kann jeder sehen, wie er will, aber ich finde nicht, dass man von jedem Bundesliga-Trainer, dann wird auch der Tuchel wieder gefragt, der das, finde ich, immer ganz gut macht, der sich schon dann, der dann sagt, ja, also wie It's ich not das, about politics. Wie ich auch sage, nee, der me. Auch sagt, ja, also natürlich jede Form von Extremismus ist das ist ja eigentlich auch logisch und der sich dann aber halt in gewisser Weise bedeckt hält, weil ich weiß jetzt nicht, ob jeder sich positionieren muss. Weißt du, jeder überall und ständig. Also ich verstehe diesen Instinkt dazu, aber trotzdem, es muss auch ein Mensch unpolitisch sein dürfen, vor allem ein Fußballtrainer oder ein Fußballmanager oder was weiß ich. Ich mach mich damit wahrscheinlich voll unbeliebt. Gut, da ist eh nichts mehr zu retten. Ich kann die Aussagen, diese ständigen Aussagen abseits des Fußballs von Christian Streich nicht mehr hören. Ich habe das Gefühl, dass er alles probiert, um sich da irgendwie immer zu positionieren. Ich kann es nicht mehr hören. Bei allem muss er, gut, mittlerweile, er wird ja auch immer jetzt danach gefragt, ja, er ist ja wie so ein, man weiß, dass so, dann kommt was. So, und dann kommt immer genau das, was jeder hören will. Oh ja, du bist so toll, oh ja, du bist so weit. Ich kann das nicht mehr. Da ist mir ein Tuchel viel, viel sympathischer, der einfach sagt, stellt mir solche Fragen nicht. Ja, ich finde das auch daneben. Also ich habe das Gefühl, dass da mittlerweile so eine PR-Maschinerie hinter ist, die das irgendwie erzwingen will, dass Christian Streich sich zu den großen Themen äußert. Ob er dazu, gut, wir machen das auch, wir haben auch keine Kompetenz dazu, das muss man fairerweise auch sagen. Ja, das heißt keine Kompetenz. Aber was heißt Kompetenz? Das ist ja, ich darf mich ja politisch äußern, weißt du, ich muss jetzt nicht Politologe sein. Also. So, aber ich finde das immer, ich finde es grauenvoll, drehe ich es mal so, dass der Sport und alles politisiert immer, wird, ja, auch wie bei der WM und so. Das ist eher das Problem. Ja, das und da sind wir in Deutschland ganz, ganz groß. Überall wird irgendwas Politisches mit reingemischt. Sei es eine WM, sei es sonst was. Leute, jetzt mal wirklich, als die WM in Katar, als die Vergabe war, da waren die Spieler, die waren, keine Ahnung, 5, 6 Jahre alt. Was können die denn dafür? Das ist deren Lebenstraum. Das ist hier alles im Sport, im Showgeschäft in Deutschland, immer wird irgendwie versucht, da irgendwie Politik reinzumischen. Lass die Leute doch einfach mal Spaß haben. Ja, und ständig dieses, weißt du, dieses, das ist ja auch schon fast wie bei der Stasi, das dann heißt, oh, der Promi oder der Manager oder sonst was, hat er sich geäußert, zu dem äußert er sich jetzt nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich finde es auch anstrengend. Ach, dazu noch ganz gut Sport und jetzt hier mit der Impfung. Hast du das bei den Australian Open gesehen, wo der Fan ruft zu Novak, lass dich impfen? Nee, das hast du nicht gesehen? Nee. Djokovic, ich glaube, es war der zweite Aufschlag. Ne? Also erster Aufschlag geht ins Netz oder so und dann ruft einer aus Publikum, get vaccinated, mate. Ne? Muss ja dann lachen wahrscheinlich, oder? Nein. Nicht? Nein. Djokovic guckt hoch.
Sag gar nichts, wie er halt ist. Sag gar nichts. Zweiter Ausschlag. Bam, Ass. Ja, der ist schon, also der ist schon. Was ein Macher. Das ist schon was eine mentale Maschine. Unglaublich, ey. Zverev, Halbfinale. Ja. Mit Blutblasen. Also erstaunlich. Ja, ich bin mal gespannt. Djokovic, wie alt ist der jetzt? 38? Nee, 36. 36, unglaublich. Was? Also ich glaube, der ist mein Baujahr, ja. 87 müsste der sein. Ich habe mir letztens die Frage gestellt, beim Spaziergang mit meinem Hund, wer der größte Sportler aller Zeiten ist. Ja, sag mal fünf, die dir zuerst in den Kopf kommen. Ich finde, man hat da immer so einen Bias von den Sportarten her. Ja. Also ich muss sagen, bei Fußballern, da bin ich, also Michael Jordan ist schon sehr weit vorne, finde ich. Wer fällt einem da noch ein? Klar, Usain Bolt fällt mir ein. Und dann sind aber bei mir ehrlich gesagt die Tennisspieler, also ich muss sagen, Nadal, Federer und Djokovic, alle drei brutal. Ganz ehrlich, ich war immer Team Nadal und so. Djokovic ist der heftigste Sportler der Welt. Er ist der kompletteste von, also das muss man sagen, Federer war der beste Spieler, Nadal war körperlich der Beste, aber Djokovic vereint halt alles. Mario, weißt du, mental, spielerisch und körperlich ist er der vom Gesamtpaket her der Beste. Der hat in einer Ära mit den zwei anderen, der Typ ist 36 und der ist mit Abstand der beste Tennisspieler auf dem Planeten, immer noch. Der wird die Australian Open mit einer Leichtigkeit gewinnen. Der Typ. Ja, wahrscheinlich. Der Typ. Leichtigkeit nicht, aber er wird sie gewinnen, glaube ich. Der ist seit 20 Jahren einfach unfassbar. Der Typ. Ich hab versucht, Argumente zu finden beim Spaziergang gegen mich selber, was dagegen spricht, dass er der größte Sportler aller Zeiten ist, Djokovic. Ich habe nichts gefunden. Er ist Peak, schon. Ja. Peak Performance, krass. Die Langlebigkeit. Unfassbar, die mentale Stärke, die Schlachten, das Epische, alles vorhanden, der Typ, es gibt kein Argument gegen ihn. Die Konstanz ist auch Wahnsinn, weil man muss schon sagen, der hatte auch mal eine Verletzung und so, aber ich würde mal behaupten, der hatte kein einzig schlechtes Jahr, weißt du, so richtig, ja, richtig schlecht. Also der ist wirklich der Konstanteste, er hat die meisten Grand-Slam-Titel. Und vor allen Dingen, seit er so das 32 ist halt komplett vorbei. Also da ist halt der ist schon, Dominanz. Ja. Ich habe kein Argument, also das, was ich sagen wollte, ich habe kein Argument gefunden, warum er hinter einem Michael Jordan oder sonst wem sein sollte. Alles das, was für mich ist er auch, also auf jeden Fall unter den Top 5. Für mich sind immer so Spieler, Sportler faszinierend, die ihre Sportart verändert haben. So, das finde ich immer krass. Auch so ein Michael Schumacher. Michael Schumacher, krass. So, ist bei mir auch ganz weit mit oben. Ich bin kein Motorsport-Fan. Ich habe es früher auch mal geguckt, aber für mich ist das nochmal eine andere. Das ist auch schwierig. Aber Tiger Woods, unglaublicher Sportler. Aber dazu habe dazu keinen Bezug. Weißt du, es gibt auch Extremsportler, die wahrscheinlich leistungstechnisch mindestens genauso krass sind wie Djokovic. Irgendwelche Triathleten, Frodeno oder wie die alle heißen, ja, Ultramarathon. Brutal. Das ist halt krass, aber für mich, ich würde echt sagen, es ist Novak Djokovic ist der größte Sportler aller Zeiten. Würde ich dir nicht widersprechen. Also ich sehe auch Tennis. Habt ihr Argumente? Ich meine, wenn jemand da ist und sagt, ja, schreibt mal eure größten Sportler in die Kommentare, da bin ich gespannt. Also ich muss sagen, Tennis ist wirklich mit die brutalste Sportart, also gerade in den letzten 10, 20 Jahren, weil das ist körperlich Wahnsinn. Stehst da alleine, es ist mental auch wirklich zäh, allein aufschlagen, ständig, weißt du, ständig, das ist schon heftig. Also Basketball finde ich zum Beispiel auch nicht zu unterschätzen. Alleine, man muss sich mal überlegen, wie oft, das finde ich eigentlich so die entscheidende Überlegung. Wenn du dir jetzt mal ein Fußballspiel vorstellst. Ich sage jetzt mal, als Fußballspieler, ich schaue mir jetzt mal so ein Bayern-Spiel an, wie da Kimmich spielt und so weiter und so fort. Das sieht auch alles einfacher aus, als es ist. Aber ich behaupte jetzt mal, viele von diesen Pässen, ja, ich sag mal, da könnten wir auch in so einer Mannschaft, wenn du da jetzt mitlaufen würdest, du warst ein ganz guter Spieler, das würde wahrscheinlich gar nicht mal so extrem auffallen. Wenn du nur einfache Bälle spielst, wenn du jetzt bei den Australian Open stehst und spielst gegen einen Weltklasse-Spieler, da würde jeder nach 30 Sekunden merken, dass du ein kompletter Affe bist. 5 Sekunden, ein Aufschlag. Basketball auch. Und du musst überlegen, wie oft die quasi beim Basketball, wie oft die abschließen.
Also beim Fußball schießt du dann natürlich, klar, wenn, dann hast du einen Schuss und erzählt, aber da hast du viele Aktionen, die, sag ich mal, unspektakulärer sind. Und beim Basketball schließt du ständig ab, auch Handball zum Beispiel. Und beim Tennis allein, wie oft du aufschlägst, also wie konzentriert du ständig sein musst, auch beim Return und so weiter und so fort. Also das ist schon heftig. Und dann dauern so Spiele halt auch einfach mal 5 Stunden. Also das ist ja auch völlig unberechenbar. Du hast dann da Australien da, weiß ich nicht, 40 Grad und spielst dann da ja, in der Mittagshitze 5 Stunden. Tennis ist krass. Ich finde es wirklich, wow. Ich meine, ich habe ja so ein bisschen, dazu müssen wir mal eine eigene Form, ich habe ja so eine Liebe für Kampfsport. Ich finde das ja, ich habe letztens, es gibt ja diese unfassbaren Reden von Mike Tyson, wo er in seiner Prime war, was der rausgehauen hat. Ne? Ich habe letztens eine gesehen, die muss ich mal beim nächsten Mal mitbringen. Das ging, ey, da sagt er irgendwie was wie, mich interessiert der Weltmeistertitel nicht, ich will ihm wehtun, ich will ihn verletzen, ey, das ist, ich will ihm seine Gesundheit nehmen. Der hatte ein Mindset, unglaublich. Das wäre so ein Mensch, da hätte ich wirklich, also vor dem hätte ich Angst gehabt. Selbst, ja, also, ja, ja, also, zu Recht. Also wirklich, also selbst wenn du einen Kopf größer bist und stärker bist, trotzdem, vor dem hätte ich Angst ich gehabt. Ich habe das nochmal nachrecherchiert und dann, dann lassen wir es auch. Der war mit 19 Boxweltmeister, mit 19 Jahren. Mike Tyson. Also Mike Tyson, den hätte ich gern so als Leibwächter. Mittlerweile nicht mehr, der ist nur bekifft, aber... Ja, aber immer noch irgendwie... Irgendwie lustig, naja. Weißt du, was interessant ist? Wir haben ja gerade Lokführer, also gefühlt ist ja, streiken ja gerade fast alle, außer uns. Interessante Bemerkung aus der FDP, das wurde natürlich gleich wieder so verkauft, FDP fordert Lokführer durch KI ersetzen. So stimmt es jetzt nicht ganz, aber es ist interessant hier. Bernd Reuter, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, ich zitiere jetzt mal hier, das sei passend zu den ambitionierten und sinnvollen Umweltzielen der Deutschen Bahn, dass Züge halt irgendwann autonom fahren. Dadurch könnten Züge, also wenn KI reinkommt, dadurch können Züge künftig autonom und somit flexibler sowie effizienter eingesetzt werden, ohne auf Lokführer angewiesen zu sein, dann auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel im Verkehrssektor ist dies ein wichtiger Schritt, um auf den steigenden Mobilitätsbedarf zu reagieren. Interessant auch noch Kommentar von Professor Markus Hecht von der TU Berlin, der ist sich sicher, autonome Züge werden Lokführer in Zukunft ersetzen. Der Lokführerberuf wird aussterben. Keine Angst, also er spricht jetzt von 30 bis 40 Jahren, vielleicht in 20 Jahren. Interessant ist auch immer, ich finde, man merkt immer sofort bei uns, dass es immer negativ konnotiert ist. So nach dem Motto, oh, die Lokführer sollen ersetzt werden. Und, ich hoffe, ich werde irgendwann ersetzt, ey. Ja, also ich finde eigentlich grundsätzlich ja diese Ideen, dass Berufe verschwinden, dass Leute ersetzt werden, eigentlich ist das ja, das ist immer erstmal negativ. Eigentlich ist das doch eine sehr schöne Vorstellung. Weil grundsätzlich, also ich finde es immer wieder faszinierend, also wir sind, glaube ich, auch, was heißt, besessen von harter Arbeit, aber ja. Keiner hat Bock auf Arbeit, aber wenn man sie einem wegnehmen will, dann ist es schlimm. Ja, aber es gibt ja auch andere Sachen, weißt du, es geht ja immer weiter, also das ist so ein statisches Jeder, Denken. Jeder, der den Montag hasst, der sollte die Digitalisierung und die KI lieben. Das stimmt, das auf ist jeden Fall. Eigentlich, also hinterfragt euch mal, ja, so, meckert nicht rum, wenn ihr keinen Bock habt auf die Arbeit und es dann irgendwann einen Algorithmus macht. Dann solltet ihr dankbar sein. Ja, ich finde erstmal diese ganzen Theorien oder diese Zukunftsprognosen, die Jobs fallen weg und so. Wir haben als Finanzjournalist früher haben da auch häufig drüber geschrieben und dann irgendwelche. Ja, da gibt es ja auch die ganzen auch Studien, die mit Vorsicht zu genießen sind. Das ist mittlerweile komplett egal. Und ganz ehrlich, ich glaube das auch nicht mehr. Also dass komplette Berufe ersetzt werden, das glaube ich jetzt auch nicht. Dass doch, dass die irgendwann, kommen, also manche, ja. Aber dann wollen sie mir sagen, ja, an diesem Jahr ist es dann soweit und so. Nee, sowas dauert halt oftmals. Ja, das dauert im Zweifel immer länger. Aber ganz wichtig, Leute, aufwachen. Man muss sich auch mal fragen, hier sind überhaupt die Leute in Zukunft da? Also brauchen wir nicht sogar KI? Es wird immer negativ dargestellt, so die KI vernichtet alle Jobs. Wir werden wahrscheinlich KI sehr gut brauchen können. KI braucht kein Wieselski. KI braucht kein Wieselski. Nee, KI genau, wird nicht streiken. Ja, und es wird halt auch in Zukunft. Der Gerät wird nicht müde. Es wird nicht müde und es wird halt auch die Leute teilweise. Entweder wird es die Leute gar nicht mehr geben oder es wird halt die Leute auch nicht geben, die es machen wollen. Ja. Das wird immer schwieriger werden. Ich glaube auch, ich bin kein Verkehrsexperte, aber in meiner laienhaften Vorstellung müsste es auch einfacher sein, das autonome Fahren, sage ich mal, im Schienenverkehr umzusetzen als im Straßenverkehr. Genau das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir auch gedacht, wenn das bei Autos gehen soll
Und es gibt ja auch schon autonome U-Bahnen und so. Also da, bei Zügen kann es eigentlich nicht so schwer sein. Also wenn wir vom Auto träumen, vom Autoverkehr, dann muss es bei Zügen aber deutlich früher möglich sein. Und ich bin mir sicher, dass die Lokführer andere Jobs finden werden. Ja, natürlich. Also das glaube ich bei vielen Sachen. Zum Beispiel auch bei Beamten. Ich habe das Scholz-Interview in der Zeit gelesen. Ja, war, wie man Olaf kennt, unspektakulär. Herausragend. Aber ich wollte es trotzdem lesen, also es war jetzt nichts Spannendes drin. Aber toller Satz von Olaf, ich zitiere, ich bin ein zäher Kämpfer. Da muss ich ein bisschen lachen fast. Aber er hat sich quasi als zäher Kämpfer gemeint, also dass er das quasi jetzt strenger gegen gerade illegale Migration und so, also das wäre ohne ihn nicht möglich gewesen. Also da sieht ist er sich etwa rechts? Ja, also da hat er sich fast schon als rechts präsentiert. Also er gemeint, da hat er sich durchsetzen müssen. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, was, wo Ergebnis? Außer, das hast du ja vor kurzem auch angesprochen, dieser Spiegeltitel, der ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder 3 Monate oder was alt, so, wir müssen konsequenter abschieben, glaube ich, hat Olaf gesagt damals, auch im Interview. Böse. Also, böse. Er hat auch die Gerüchte über die Vertrauensfrage, dass er quasi hinschmeißen wolle oder wie auch immer, hat er gesagt, Märchen, das hat er ganz klar verneint. Und dann noch ein schöner Satz, da musste ich auch lachen, die Bürokratie nervt mich auch, hat er gesagt. Da hat er gesagt, also Bürokratiemonster, ja, da müsse man was machen. Jetzt muss ich aber schon mal da ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Beamtenstellen gewachsen um 6,3% gegenüber dem letzten Jahr der GroKo, also 2021 unter Merkel, ein Plus von 11.500 Beamten, in den Bundesministerien sogar 8,4% plus, Kosten gestiegen um 20% von 36 Milliarden auf 43 Milliarden und gegenüber 2017 die Zahl der Beamtenstellen im Bund um 27% gewachsen. Also das sieht mir jetzt nicht nach dem großen Bürokratieabbau aus. Frage an Olaf Scholz, wenn er doch von der Bürokratie so genervt ist. Warum hat er dann die Vorabpauschale eingeführt als Finanzminister? Ja, das ist auch faszinierend. Da müssten wir eigentlich mal eine eigene Sendung drüber machen. 6 Sätzen. Ist eine Lüge. Ich meine, dass er lügt, das überrascht mich jetzt nicht. Dass ihn die Bürokratie nervt, glaube ich ihm einfach nicht. Er ist einer der Hauptgründe dafür, dass es so läuft. Ja. Und ich, ganz ehrlich, es ist grotesk, so etwas zu hören. Es ist grotesk, dass er so welche Sätze sagen darf in einem Interview und es nicht kritisch hinterfragt wird. Das Interview war wirklich sehr schlecht geführt. Also ich bin jetzt keiner, der immer draufhaut und sagt, oh, super schlecht und super hier. Also das Spiegel-Interview damals war deutlich besser geführt. Das war viel kritischer. Da hat er auch viel mehr, ich sage jetzt mal, rausgehauen. Da musste er mehr liefern. Das war jetzt eher so ein, ja, das Spannendste, was er gesagt hat, was aber auch lächerlich ist, so, ja, also ich bin natürlich verantwortlich, wenn es jetzt nicht so gut, wenn die Leute uns nicht so gut finden. Ja, das, wow, das ist eine krasse Aussage. Das ist ja ein No-Brainer, dass ein Bundeskanzler verantwortlich ist, mit dem Minister natürlich auch für die Regierung. Das ist natürlich ganz spannende News. Aber das finde ich auch grotesk, dass mir jemand erzählt, er ist genervt von der Bürokratie und sie gehen da jetzt auch schon dagegen vor, wenn die Kosten wirklich permanent durch die Decke schießen. Also 20% mehr seit 2021. Vorabpauschale eingeführt, Finanzaufsicht massivst ausgebaut, Heizhammer, das Beamtenstaat aufgebaut und der erzählt mir was von, die Bürokratie nervt mich und das wird einfach so hingenommen. Vorabpauschale nochmal vielleicht ganz kurz zur Erklärung, die gibt es seit 2018 und die ganz schnell erklärt, es werden jetzt bei Fonds, ETFs fiktive Gewinne besteuert, sonst die gar nicht realisiert wurden. Genau, also klar, wenn ich jetzt einen 50% Gewinn mache mit meinem ETF und verkaufe den, das ist jetzt nichts Neues, dass ich dann Steuern zahlen muss oder auf Dividenden zum Beispiel, aber mittlerweile ist es, oder seit 2018 ist es so, jetzt wird es eben schlagend, weil das ans Zinsniveau gekoppelt war und jetzt gibt es da einen sogenannten Basiszins. Und weil das allgemeine Zinsniveau gestiegen ist, gibt es jetzt einen Basiszins für 2023 von 2,55%. Und deswegen, weil es jetzt einen Basiszins gibt, gibt es jetzt eine fiktive Besteuerung auf ETF-Gewinne für 2023. Das heißt, auch wenn ich meinen ETF nicht verkaufe, dann muss ich jetzt, ich muss nicht die Vorabpauschale zahlen, sondern ich muss Abgeltungssteuer auf die Vorabpauschale bezahlen, also Steuern auf fiktive Gewinne. Ja, auch wenn ich nicht verkauft habe, richtig. Danke, nee, ist wichtig. Ich bin niemand, der sagt, dass Steuern Raub sind. Weil du schwach bist. Die Steuer ist Raub. Das ist Raub. Ich finde, das ist ein Skandal. Ohnesgleichen. Was passiert, wenn derjenige, der den Sparplan hat, nie verkauft, es eigentlich genauso macht, wie man es machen sollte, um die Rentenlücke
zu schließen, die, wo sich alle einig sind, immer weiter aufklappt. Nur Onkel Olaf weiß es natürlich besser und sagt, die Rente ist sicher, wie auch immer. Ich werde polemisch gerade, sorry. Jemand, der es selbst in die Hand nimmt, wird so bestraft. Und was passiert denn eigentlich, wenn derjenige gar nicht dazu kommt, den Entnahmeplan zu starten, weil er vielleicht stirbt oder sonst was? Turbokrebs kriegt. Ja, Turbokrebs kriegt. Was ist dann? Das ist so, das ist derart niederträchtig, komplex auch, ich würde sogar sagen, und jetzt bin ich Verschwörungstheoretiker, bewusst so komplex aufgebaut, dieser ganze Mist mit der Vorabpauschale, dass die Leute da gar nicht irgendwie durchblicken. Das ist ein Skandal, dass sowas durchgehen kann. Das ist grotesk, das ekelt mich an, das muss ich wirklich sagen. Weil es gegen all die Leute geht, die eben vom Staat im Stich gelassen sind mit der gesetzlichen Rente und die selber was probieren. Und wir sagen immer, ja, finanzielle Bildung ist so wichtig, dann wird über eine Aktienrente gesprochen und sonst was und dann wird den Leuten, die privat davor gehen oder was machen wollen, wird so, ich will es nicht sagen, die werden so, du weißt schon. Von hinten in den Gummistiefel gepinkelt. So. Und weißt du, was ich auch grotesk finde, der psychologische Effekt, dass es ja eh schon schwer ist, das jetzt durchzuziehen. Weißt du, das ist ja bemerkenswert, wenn Leute sagen, ich mache jetzt meinen ETF-Sparplan, ich ziehe jetzt durch, ich spare jeden Monat 200, 300, 500 Euro, weil ich quasi bis zur Rente hinspare. Und es ist ja gerade das Schwierige, das laufen zu lassen, das nicht anzufassen. Und wenn ich das jetzt besteuere, obwohl ich es nicht verkaufe, dann habe ich doch den psychologischen Effekt, dass die Leute dann sagen, ach komm, dann verkaufe ich das jetzt mal, weil ich zahle eh schon Steuern, also das ist doch verrückt. Also das ist ja auch psychologisch genau so, dass ich eigentlich die Leute da ja fast noch bestärke darin, dass sie sagen, okay, ja gut, ich verkaufe jetzt mal lieber und ich ziehe das jetzt vielleicht doch nicht durch, weil ich werde auch dafür bestraft. Also, und dann kommt bald noch die... Gut, die Steuer wird, das muss man auch noch fairerweise natürlich dazu sagen, die Steuer wird nachher angerechnet. Das ist jetzt keine, Strafsteuer, die noch zusätzlich oben drauf wenn kommt. Wenn du zum Auszahlen kommst, etc., das ist... Das muss man schon dazu sagen, klar, weil sonst das wirkt sonst so, als würde man quasi doppelt bestraft und besteuert werden, aber trotzdem. Du wirst schon doppelt und dreifach besteuert. Ja, du wirst besteuert. Zehnfach besteuert. Finanztransaktionssteuer ist auch noch nicht komplett vom Tisch. Ich habe auch Angst, dass die irgendwann kommt. Und wenn das kommt, dann bringt dir deine 6% durchschnittliche Rendite im Jahr auch gar nichts mehr. Dann wirst du ja quasi gezwungen zu traden und zu zocken. Es ist ein Trauerspiel. Ja, es ist wirklich. Und es ist wirklich ein Trauerspiel, dass ich Olaf Scholz hinstellen kann und in einem Interview mit einer großen Zeitung hier verzapfen kann, dass die Bürokratie ihn nervt. Unterdessen wird das Kanzleramt ausgebaut, teuer. Es werden Beamtenstellen noch und nöcher geschaffen. Ja, die Kosten hochgejagt und Vorabpauschale Kleinanleger werden bestraft. Also das ist durchaus ja ein Kasperletheater. Ich habe noch was Spannendes für dich, habe ich im Steingart-Podcast gehört. Sabine Herold ist Präsidiumsmitglied beim BDI. Und jetzt schätz mal, wie viele Beauftragte man in einem Unternehmen hat. Sie hat gesagt, ihr Unternehmen, sie ist auch Unternehmerin, habe ich vergessen zu erwähnen, auch wichtig, ihr Unternehmen so gut 1000 Mitarbeiter und du hast ja Beauftragte, zum Beispiel einen Brandschutzbeauftragten. Das ist ja auch durchaus sinnvoll teilweise. Und du hast aber ja mehrere Beauftragte. Also du hast ja dann... Gleichberechtigungsbeauftragten, ja, und Inklusionsbeauftragten. Ich sag dir gleich noch, es gibt auch einen Trittleiterbeauftragten, hat sie gesagt. Und einen Beauftragten für elektronische Türschlösser. Also da muss dann geschaut werden. Weißt du, was ein Elefantenfuß ist? Ich habe das noch nie gehört. Dieser Schemel quasi, das nennt man Elefantenfuß. Da muss dann auch geschaut werden, dass das richtig benutzt wird. Jetzt schätze mal, bei gut 1000 Mitarbeitern, wie viele Beauftragte? Ich werde deine Also hat Pointe, sie gesagt. Ich, ich werde dir deine Pointe versauen, 400. 300. Es ist unglaublich. Aber wie kannst du denn ruhig schlafen, ohne, wir haben hier keinen Trittleiterbeauftragten. Sag das nicht, jetzt hier kommt irgendwas. Weißt du, was ich so irre finde bei dieser... Kannst du dich noch damals erinnern, bei unserem ehemaligen Arbeitgeber, als einmal die Steckdosen kontrolliert wurden und die Adapter, da kam ein Mann dann, das war dann der Steckdosenbeauftragte. Das klingt jetzt auch wieder despektierlich, aber der ist mir so auf den Sack gegangen, weil bei mir sah es halt chaosmäßig aus am Dings und er meinte, ich müsste alles austauschen. Und er hat dann... Warum du? Das ist ja nicht deins. Ja, er hat dann die Verlängerungskabel, die Mehrfachstecker, er hat dann da so Sticker dran gemacht. und dann kam er nach 2 Wochen wieder und die waren, ich habe es natürlich nicht ausgetauscht. Dann wurde er richtig wütend. Hat er dich angezeigt? Nee, aber... Abmahnung. Die beauftragen. Ey, komm. Also, weißt du, worin ich das Problem sehe bei diesem ganzen Zeug? Also, erstens ist es natürlich für Unternehmer schrecklich, weil
das klingt dann immer so, wenn, auch wenn wir jetzt jammern über Bürokratie, du musst dir ja trotzdem mal vorstellen, was das Zeit kostet. Zeit kostet Geld oder ich muss irgendjemanden schon dafür einstellen, der sich um diesen ganzen Mist kümmert. Also das fängt ja schon bei der Steuer an und dann bei sämtlichen anderen Sachen. Das ist ja generell schon mal nicht produktiv. Das ist ja auch für den Gesamtwohlstand nicht gut. Und weißt du, was das Schlimme daran ist? Ich habe teilweise das Gefühl, je mehr der Staat irgendwie den Leuten Sachen vorschreibt und meint hier, da und so, das ist auch für die Resilienz nicht gut. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Leute verblöden ja fast schon, weil ich habe ja für jeden irgendwas, jeder sagt mir, der sagt mir, ich soll das machen, der sagt mir, ich soll das machen, ich soll auf die Leiter steigen und ich soll das machen und ich soll den Schalter drücken. Das wird ja auch irgendwann absurd. Also ich glaube, das hat auch ein massives Verblödungspotenzial. Das ist genauso wie Leute, ich finde das auch mal so lustig, wenn irgendwas ist, die dann, ob das bei YouTube ist oder bei Instagram, die schreiben, was ist denn da los? Und dann sagen sie, bevor du die Frage schreibst, google doch einfach mal. Dann wirst du wahrscheinlich, ja, gerade wenn irgendwas Spannendes passiert, wirst du es wahrscheinlich, heißer Tipp, wirst du es wahrscheinlich bei Google finden. Das, da merkt man auch teilweise schon diese, ja, hier, so. Mario Lochner? Kümmere dich doch selber drum. Im Krafte meines Amtes, als Gesellschafter dieser Firma, ernenne ich Sie hiermit zum Gleichberechtigungsbeauftragten und Sie sollen mir bitte weibliche Mitarbeiterinnen anschaffen. Gut aussehend oder nicht gut aussehend? Damit hast du jetzt nicht geredet. Nee, ich werde darauf verzichten. Ich werde unsere Frauenquote liegt bei 0%. Das geht so nicht weiter. Mein Ziel ist einfach, hier Trittleiterbeauftragte zu werden und dann ganz kurz, die Elefantenfüße ich möchte heute wirklich abschließen, weil wir sind schon wieder drüber und das passt, weil das ist eine Klammer zu dem Gespräch nächste Woche. Weil ich habe mit dieser Person heute schon gesprochen. Wow. Und sie hat mir in einem Satz erklärt, es war ein Zitat, was Deutschland ist. Das passt sehr gut. Weißt du, was Deutschland ist? Deutschland ist, wenn du besoffen Fahrrad fährst, deshalb deinen Führerschein verlierst und dein einziger Ausweg ist, Fahrrad zu fahren. Das ist Deutschland. Das ist eine gute Erklärung. Das ist gut, ne? Und damit belassen wir es jetzt einfach. Ich habe noch ein spannendes Thema, das reden wir heute nicht mehr drüber, aber das müssen wir beim nächsten Mal besprechen, die Frontier Markets. Das machen wir beim nächsten Mal. Das machen wir mit ihm. Ja. Komm, mach Abmord. Ich bin jetzt raus, wir haben keine Zeit mehr, ich will nach Hause. Es ist schon dunkel, es ist spät. Und Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, vor allem bald für einige Gäste. Wir haben jetzt, glaube ich, schon... Wir haben schon, glaube ich, 3 bis 4 fix jetzt dann in den kommenden Wochen. Also, naja, wenn nicht kommt, der Blitz einschlägt. Der wird einschlagen. Aber ich auch als Blitzableiter, Beauftragter, werde mich darum kümmern, dass das nicht passiert. Keine Sorge. Mein Löwe, ich mache hier alles wasserdicht. Sehr gut. Servus, Leute. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.